Amerika, das ist die Weite im scheinbar unendlichen Raum. Da passt es, dass Mercedes sein riesiges Clubzimmer auf Rädern genau hier präsentiert. Ein anderer Grund könnte sein, dass die in Alabama gebaute R-Klasse bisher in den USA deutlich besser in Fahrt kommt als bei uns. Viel Platz bot die R-Klasse ja schon immer. Nur genützt hat es ihr wenig. Keiner wollte Platz nehmen in dem Luxuslaster. Das ist wohl auch der Grund, warum Mercedes jetzt einen Facelift gemacht hat. Denn vor allem optisch fiel der Crossover in Europa durch. Das lag auch an seinem Blick. Irgendwie passten die runden, glubschäugigen Scheinwerfer nicht zur eckigen Karosse. Deshalb haben die Stuttgarter ihrem dicken Brummer vorne eine neue Front verpasst. Mit neuen Scheinwerfern im S-Klasse-Stil und dem jetzt aufrecht tragenden Grill rückt die R-Klasse ein ganzes Stück weiter in Richtung SUV. Auch das Heck gefällt nun mit neuen LED-Leuchten, Endrohren und Stoßfängern deutlich besser. Seitenlinie und Interieur bleiben aber weitestgehend unangetastet. Im Innenraum gibt es serienmäßig 5 Plätze. Unser 6-Sitzer kostet rund 860 Euro Aufpreis. Und wer den Sternkreuzer als 7-Sitzer ordert, muss stolze 2600 Euro draufzahlen. Üppig ist auch der Gesamtpreis. 42.100 Euro kostet der Einstieg in die kurze Basis R-Klasse. Für den von uns gefahrenen R350 CDI mit langem Radstand verlangt Mercedes sogar mindestens 59.143 Euro. Dafür gibt's einen 265 PS starken V6 Turbodiesel, der mit dem 2,3 Tonnen schweren Raumgleiter leichtes Spiel hat. In 7,7 Sekunden beschleunigt er auf Tempo 100. Respekt! Viel wichtiger ist aber, dass der R350 CDI jetzt 41 Pferde mehr hat und trotzdem 0,8 Liter weniger Diesel schluckt. Ein weiterer Pluspunkt für den Selbstzünder ist, dass die butterweich schaltende Automatik hier im Gegensatz zum Benziner Serie ist. Richtig gut gelungen ist die 7-Gang-Automatik. Die passt perfekt zum Charakter des Autos. Sie ist sehr unaufgeregt, man kann sie auch manuell schalten, aber am besten und schönsten ist es eigentlich, wenn der Wagen alles macht. Die R-Klasse bleibt ein komfortables Langstreckenauto mit flexiblem und riesigem Laderaum. Und sie bleibt vermutlich auch weiterhin ein Individualist, der sich noch seinen Platz zwischen den Kombi-, Van- und SUV-Klassen suchen muss. Optisch hat die R-Klasse deutlich zugelegt und das Raumwunder hat sich auch technisch weiterentwickelt. Besonders wenn sie von einem Dieselmotor angetrieben wird, ist die R-Klasse jetzt laufruhiger geworden, kräftig und vor allen Dingen viel sparsamer. Allerdings eines bleibt gemein mit der alten R-Klasse und das ist der hohe Preis. Ob das dann reicht, neue Kunden zu überzeugen? Auch wenn die überarbeitete R-Klasse jetzt schicker und technisch verbessert vorfährt, hoher Preis, Riesenauto, das ist eine Formel, die in den USA auch vermutlich weiterhin besser funktionieren wird als hier bei uns.